an sich. Finde ich in der Art und Weise schon nice. Da machen wir hier das ist halt tatsächlich etwas niedriger dann. Weil die zwei Stockwerke nach unten gehen. Lag hier nicht vor noch? Ah, die habe ich schon aufgesammelt. Ach so, gut. Nein, aber der Ausleuchten. Jetzt so richtig vergessen. Oh fuck. Oh je. So. Das hier war falsch. So. Okay, und dann hier noch. Da sind wir eh schon unten. Boah, wir sind genau eine Ebene tiefer als ursprünglich geplant. Also ist definitiv. Ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir hier immer nur eine Ebene tiefer sind. Das passt doch auch ganz gut ins Konzept. Haben wir hier halt eine. Ja, gut, okay, das ist etwas blöd hier dann. Wegen dem Mauerabschluss. Gut, aber dann müssen wir halt hier ein bisschen umdisponieren, weil hier gehört eh kein Holz hin, sondern Stein. Hier sind dann die hier. Na komm. Da. Perfekt. Hier sind dann die hier. Müssen noch hier zwei runterkriegen. Dass dann auch noch einigermaßen gut aussieht. Was es ja noch tut. Also ich finde, es passt noch. So, und schon haben wir hier. Ist doch echt toll. Sieht doch echt gut aus. Gut, hier fehlt halt jetzt der Holzring. Der ist da, wo jetzt die Fackel hin, also da steht. Aber andererseits muss ich halt schnell einen Baum fällen, aber gut, das ist halt hier echt ärgerlich. Das ist schon ärgerlich, dass das hier so runter geht. Gut, aber hier können wir theoretisch den Holzbock eigentlich auch klauen. So. Dann werden wir halt hier das so machen. Hier soll dann eine Ausgangsstufe rein. Gut, dann hätten wir auch das Holzstück, das jetzt unten noch brauchen. Für den Ausgang. Fertig. Das ist doch gut so, oder? So. Nachdem es ja eigentlich eh relativ egal ist, ob jetzt hier Holz ist oder nicht, machen wir einfach mal alles aus Stein.
Setz, nein. Ich glaube, wir bleiben doch der Linie treu. Dann verschwenden wir halt ein bisschen Holz. Aber hey, Holz ist jetzt nicht so selten. Das kriegen wir schon wieder hin. Fuck. Das war Verschwendung. So, der muss weg. So, als erstmal Bäume fällen. So. Und vielleicht ein paar Steintreppen machen, damit man auch die Abgänge stilvoll hinkriegt. Na gut, aber mehr Holz. So. Steintreppen. Hoffentlich fail ich nicht, wenn ich die setzen will. Und dann noch Holzstämme. Holzstämme habe ich schon in der Form. Ah, aber Türen vielleicht noch. Kann ich auch machen. Ja, ist klar. Natürlich sind da so viele Setzlinge. Alter, ich habe hier drei Bäume gefällt. Das ist einfach nur übertrieben. Boah, nee, ey. So, und wie viele Wolken kommen da jetzt noch? Es ist schon komisch, auf welcher Höhe die Wolken nur noch ziehen, ey. Genau, hier muss einer hin. Hier muss dann auch gleich ein Holz hin. Sonst sieht man hier, kommen die auch schön harmonisch die Treppen steigen. Und hier mal das gleiche. Oh Gott. Okay. Das ist jetzt interessant. Funktioniert das jetzt? Ah, jetzt. Hä? Was ist da? Hä? Ach Gott, ja, daran liegt das also. Was passiert jetzt, wenn ich. Ha. Oh je. Oh Gott, geht richtig tief rein. Ja. Gut, dass wir vorhin so viele Schweine getötet haben. Jetzt habe ich nämlich auch Essen, um den ganzen Scheiß hier wieder halbwegs zu korrigieren. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Das überrascht mich. Was ist das für eine Logik? Alter. Ist ja furchtbar. Ich glaube, Treppen waren wohl eine der verbuggtesten Angelegenheiten in Minecraft. Und zwar schon immer, so wie das hier aussieht. Okay, hier geht's. Hier sind die Stehpfosten. Okay. Also folglich, wenn Treppen bauen, immer nur so, dass die auch zwischen zwei Sachen eingekesselt sind, weil sie sonst total wirr gesetzt werden. Was halt auch echt blöd ist. Oh, warte. Ah, das könnte helfen. Moment. Ich reiß die da unten wieder ab, die eine. Schaf, komm her. Das mach mal anders. Ich setze einfach zwischen die beiden Teile rein. Zwischen die beiden Holzstämme. Oh, meine Axt ist kaputt. Super Timing. Oh.
Boah, wie lange das halt auch dauert zum Abbauen. So. Keine Probleme. So. Perfekt. Hier kommt der nächste Holzkranz. So. Das ist doch schon mal ganz gut so. Ah, lol, hier muss Holz rein. Perfekt, haben wir auch. Dann ist hier der Ausgang. Da kommt hier eine Tür rein. Geil, wa? Das ist doch schön. Warum auch immer hier nur zwei sind. Das hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Es sieht jedenfalls ganz gut aus. Das heißt, wir könnten ja noch ein Vordach machen. Ja, aber ne, lassen wir lieber. Die Treppen will ich mir aufheben, falls wir sie noch irgendwann für was Wichtigeres brauchen. So, dann haben wir hier einmal den Ausgang zu dem Laufsteg, der dann darüber kommt. Dann ein bisschen drüber, dann noch den zu den da hinten. Würde ich fast sagen, machen wir das hier so, dass man hier theoretisch noch zusätzliches Geschoss in diesem Turm hier einrichtet. Mit Aussichtszeug, dass man halt, keine Ahnung, Feinde überprüfen kann. Überprüfen vor allem. Ja, halt bewachen. Wachposten. So, das war's. Ausguck. Ein Ausblick hat man hier einen schönen von der Ecke. Vor allem, man kann halt. Der Punkt hat halt irgendwie einen Vorteil, dass man dieses Tal überblicken kann und das hier sowieso das kleine Seitental. Und wenn die Wolke jetzt nicht da wäre, das da drüben auch noch, wenn er hoch genug ist. Das heißt, wenn man hoch genug bauen kann man von diesem Turm irgendwie alles überblicken. Bis auf das, was hinterm Berg liegt. Ich finde das so faszinierend, dass diese Tiere hier immer so fallen, dass sie mit Abstand am wenigsten tief fallen. Kann ich das nicht auch automatisch in mir drin haben? Jetzt ist es auch gestorben. Okay. Mir fällt gerade auf, dass ich ein neues Essen brauche. Ich kann mal fast sagen, dass ich habe überhaupt kein Holz mehr. Ich habe nicht mehr Holz, um eine Axt zu craften. Das ist leicht, bitter. So. Dann erstmal eine Axt craften. Eine Schaufel auch. Und dann noch zwei Spitzhacken. Dann noch ein bisschen Fleisch braten. Kann ja auch nicht schaden, ne? So, da la. So, jetzt haben sie einmal geschafft, dass diese ätzende Angelegenheit mit dem Fleischbraten, auch wenn die Nacht fällt, quasi da, wo ich Zeit hätte dafür. So, auch lustig. Okay, ich bin mal kurz